Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde, dass dieser Antrag der AfD eines Mal wieder ganz deutlich zeigt, und zwar, dass das Gesellschaftsbild der AfD ganz offensichtlich nicht die Realitäten in diesem Lande widerspiegelt. Und Sie machen den Heimatbegriff hier zu einer Abstimmungsfrage. Ihr Kultur- und Heimatbegriff grenzt ja ganz gezielt Menschen aus, die seit Jahrzehnten hier leben, die seit Generationen hier leben, die längst Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind. Und wenn Sie Heimat als, Zitat, kollektives, materielles und immaterielles Erbe, das Orientierung, Halt, Identität und Stärke verleihe, zitieren oder so beschreiben, dann ist es auch klar, dass Sie hier von Musliminnen und Muslime, die hier seit Generationen in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen leben, ganz offensichtlich ausgrenzen. Für Sie gehören diese Menschen nicht dazu. Und ich finde, das wurde ja gerade in der Rede auch noch mal sehr deutlich. Und ich finde, man muss hier auch noch mal deutlich sagen, ich finde, dass diese Rede auch den offenen Rassismus, den es in der AfD gibt, hier noch mal sehr stark zutage getreten hat. Ich meine, Sie sollten endlich anerkennen, dass sich diese Gesellschaft ja laufend verändert, dass Minderheiten einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leisten, im Übrigen auch maßgeblich zu dem Wohlstand unserer Gesellschaft beitragen. Und natürlich verdient das Anerkennung, und dazu gehört auch staatliche Förderung von muslimischen Vereinen. Und man könnte ja fast Mitleid haben mit der AfD, weil sie so verzweifelt an einer Vorstellung einer vermeintlich guten alten Zeit klammern, weil sie an unveränderlichen Traditionen und Bräuchen klammern, weil sie eine völlig eindimensionale Definition von kollektiver Identität haben. Da könnte man fast Mitleid mit ihnen haben, wenn sie nicht so feindselig und so menschenverachtend wären. Und ich glaube, man kann diese Formulierung von einer staatlich finanzierten Islamisierung gar nicht anders verstehen, wenn es hier lediglich darum geht, dass muslimische Vereine natürlich auch das Recht auf eine staatliche Förderung haben. Und es ist schon interessant, wenn Sie in Ihrem Antrag eine Umfrage des Allensbach-Instituts nehmen und diese umdeuten. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Becker? Klar, bitte. Vielen Dank, Frau Schäfer, für die Frage. Vielen Dank auch für Ihr Mitleid in unsere Richtung. Ihren Rassismusvorwurf weisen wir zurück. Aber mich würde interessieren, ob Sie, wenn in einer Allensbach-Umfrage letzten Zeit 70% der Menschen sagen, dass Sie Ihre Heimat durch Zuwanderung als bedroht ansehen, ob Sie das wichtig finden und irgendwie bei Ihren Überlegungen zum Begriff Heimat berücksichtigen. Auf genau diese Anfrage wollte ich gerade in meiner Rede zu sprechen kommen. Und zwar ist es so, dass Sie diese Umfrage ja in Ihrem Antrag hier auch zitieren und benennen. Aber eines ist eben auch ganz klar, Sie deuten hier die Zahlen auch ein Stück weit um. Denn die FAZ, die hat ja diese Studie in Auftrag gegeben, stellt fest, dass 78% der Befragten die größte Gefahr für die Heimat darin sehen, dass alteingesessene Geschäfte schließen und dass große Ketten ihre Filialen eröffnen. Erst danach kommt der Wert der Ängste aufgrund von Zuwanderung. Und ja, es stimmt, es ist keine kleine Zahl. Wenn 69% der Menschen oder der Befragten hier Angst vor Zuwanderung angeben, ist das nichts, worüber Politik so hinweggehen kann. Und damit muss man sich auseinandersetzen, das ist völlig klar. Aber in Ihrem Antrag erwecken Sie ganz bewusst den Eindruck, dass Migration die größte Sorge der Menschen sei. Das mag auf Sie zutreffen, das mag auf die AfD und ihr Klientel zutreffen, aber das trifft eben nicht auf die gesamte Gesellschaft zu. Und das ist ja der typische Umgang der AfD. Es ist der typische Umgang der AfD mit Studien und mit Fakten, dass sie alles umdeuten und instrumentalisieren für ihre Zwecke, dass sie Studien hier umbiegen. Und das finde ich so fatal, gerade in diesem Kontext, weil sie damit Ängste und Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren. Und da werden sie von uns als demokratische Abgeordnete immer wieder in diesem Hause auch deutlichen Widerspruch hören. Aber Frau Scharrenbach und liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU, auch ich kann es Ihnen nicht ersparen, auch ein paar Sätze zu Ihrer Heimatpolitik zu sagen. Denn ja, ich finde es, und das sage ich hier auch so offen und so deutlich, ich finde es redlich, dass Sie einen so offenen, integrativen und solidarischen Heimatbegriff vertreten wollen. Aber ich finde, dass diese Debatte auch zeigt, welche Auswirkungen eine solche kopflose Einrichtung eines Heimatressorts eben dann auch haben. Und diese Idee aus Bayern, dass man mit einem Heimatministerium auf eine Diskursverschiebung nach rechts reagieren will, um Teile ihrer Wählerklientel zurückzugewinnen, das funktioniert so nicht aus meiner Sicht. Und
Sie haben ja sowohl im Bund als auch hier in Nordrhein-Westfalen ein Ressort geschaffen, von dem Sie überhaupt nicht wissen, was dieses Ressort eigentlich tun soll. Und ich habe mir die Vorlage aus dem Ausschuss dann mal durchgelesen vom 15. März. Und da finden sich ja eine Menge Maßnahmen drin, die ich auch gar nicht alle schlecht finde, dass man Ehrenamt fördern will. Das ist ja eine gute Sache. Aber diese ganzen Förderprojekte, die Sie da vorhaben, das hat doch mit Heimat in dem Sinne nichts zu tun. Dieses Förderprojekt könnte genauso gut in den Bereichen Kultur, politische Bildung, bei der Integration, bei Kommunales angesiedelt werden. Dafür, Frau Scharrenbrach, braucht man doch kein Heimatministerium. Und dann will ich hier auch noch mal klar sagen, auch für meine Fraktion, dass in den anderen Zuständigkeitsbereichen, die Sie haben, Frau Scharrenbach, dass Sie dort Heimat zerstören, wenn es um die Heimat für Menschen mit Behinderung geht beispielsweise, wenn es um den Kiesabbau geht, der bald durch den LEP wieder verschärft werden soll, dann wird da Natur und auch Heimat zerstört. Und ich finde, Frau Scharrenbach, dass Ihre Politik hier nicht konsistent ist. Und um noch mal auf das Heimatressort zurückzukommen, Sie haben es eben nicht geschafft, ein Querschnittsthema daraus zu machen und es klar zu definieren und Maßnahmen zu bündeln. Sie haben letztendlich mit diesem Ressort ein diffuses Gefühl von Heimat geschaffen, das Sie jetzt krampfhaft irgendwie versuchen zu füllen. Und offenbar erweckt genau das bei den falschen Erwartungen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, man hätte damit rechnen können. Und das finde ich auch so fatal, dass Sie hier ein Ministerium schaffen mit so einem Titel, dass Sie es aber nicht schaffen, den Begriff auszufüllen, und es ist klar, dass andere versuchen, das für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Applaus